Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 6, Reich des Ostens. Ja, wir sind immer noch in der letzten oder vorletzten Mission. Nämlich... Blub. Ja. Ja, keine Ahnung, wie die Mission... noch mal heiß. Wird ja natürlich mal wieder nicht angezeigt. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Und ich habe jetzt vergessen nachzulesen. Gucken wir doch einfach mal kurz. Nakata. Ja, okay. Wir sind immer noch in der Mission Nakata. Haben sehr viel Stein. Aber nicht genug Geld, um unsere Burg auszubauen, da wir mit unserem Heer mehr verbrauchen. Sofa. Als wir einnehmen. Sofort! Okay, wie sieht's hier aus? Kann ich irgendwas ausbauen gerade? Nö, eigentlich nicht. So, das heißt, wir benutzen unser Heer. Alles klar. Und Marcus. Alles klar. Also ja, theoretisch, wenn ich Glück hätte, müsste ich nur dieses Territorium hier einnehmen und hier eine Mauer errichten, dann... Also eine Mauer mit Tor, dann könnte uns der Gegner kreuzweise. Das wäre... Ja, Westen-Ubasi. Was wir einnehmen müssten. Alles klar. Alles klar. Wie ihr wünscht. Sofort. Jetzt hauen wir aber hier erstmal ordentlich auf den Putz. Verstanden. Um unsere eigene Armee zu verringern. Ei. Hey, cool. Vorwärts! Die haben ja hier eigentlich gar keine Armee mehr, also müssen wir nur ihr Turnierplatzlagerhaus zerstören. Jawohl! Sofort! Was mir aber wieder die Vermutung nahelegt, dass... ja, ich hoffe, das Tor brennt schnell runter. Was die Vermutung nahelegt, dass... es doch noch eine Mission gibt. Ja, ich muss dringend gucken, dass ich ein bisschen Geld auftreibe. So. Alles klar. Kämpft weiter. Das Lagerhaus ist voll. Oh, Lagerhaus ist voll. So können wir auch ein bisschen Geld machen. Nein. Iduns Fluch hat die Heimstätten seines Schreckens verloren. Der letzte Tempel ist vernichtet. Amethis Siedler schöpfen neue Hoffnung. Seid euch unseres Dankes gewiss. Errichtet einen Handelsposten und wir werden euch mit Eisen beliefern.
Das sind gute Nachrichten. Das Eisen aus Ameti können wir gut gebrauchen. Lasst uns den Handelsposten errichten. Ei! Auf euren Befehl! Okay. Alles klar. Alles klar. Eure schändliche Tat ruft nach Vergeltung. Bereitet euch auf meinen Angriff vor. Mhm. Verstanden. Schon unterwegs. Also ja, Geld ist wirklich so eine Sache, mit der wir gerade ein Problem haben. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Also hier ist die Sache ja einfach. Ein Steinbruch ist erschöpft. Oh, nicht ganz so einfach. Hehehe. So, mal sehen, ob wir die Wildschweine innen halten können. Das Lagerhaus ist voll. Verstanden. Verstanden. Sofort. Da kommt wieder eine kleine Truppe. Ei. Ein Steinbruch ist erschöpft. Wir werden angegriffen. Beide Steinbrüche sind erschöpft, okay. So, dann müssen wir hier so weitermachen. Nein. Okay, leck. Brauchen wir hier noch Verteidigung? Ja, Verteidigung am Wasser ist immer das so problematisch.
Die Regenzeit hat eingesetzt. Das hilft natürlich auch ein bisschen. Und ja, wir können gerade. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Da habe ich jetzt Stein verschwendet, weil ich geschlafen habe. Ich habe nämlich das Tor, so wie es aussieht, verkehrt rum hingesetzt gehabt. Nö, hatte ich nicht. Okay, hab gerade Steine verschwendet. Auf euren Befehl! Und ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, da kann ich ja die Regenzeit nutzen, aber Verstanden. Nein, kann ich ja leider nicht. Holz kann ich auf jeden Fall wegwerfen. So viel brauchen wir nämlich nicht. Habe ich irgendwas in Überproduktion, wo ich noch, könnte auf jeden Fall noch eine Bäckerei errichten. Das Gebiet kann ich nicht besetzen. Sofort, wie ihr wünscht. Ei! Und ja, Geld habe ich auch leider keins. Ach ja, und ich muss auch warten, bis unser Pater wieder da ist, bevor ich eine neue Messe geben kann, damit wir an Geld kommen. Wenigstens etwas Geld. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Auf die Mauern, Männer! Erklimmt diesen Wall! Nehmt die Mauern ein! Auf die Mauern, Männer! Hinauf und hinüber! Verstanden! Jawohl! So, den Rest ziehen wir erstmal hinter die Mauern zurück. Ja, meine Steuereinnahmen gehen immer weiter runter. Auch nicht gerade schön. Schlecht, den sollte man wirklich auf keinen. Ja, dann kann ich wenigstens wieder Geld einnehmen. Hey, durch Reinigungsgüter kriege ich jetzt ein Plus.
Regenzeit ist vorüber. Verstanden. Sofort. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Ja, wo ist einer meiner Außenposten? Ich müsste erstmal Fackeln nachtanken. Da müsste ich wirklich hier eindringen und mir das hier einverleiben. Jawohl. Verstanden. Auf euren Befehl. Also kriegt man Geld rein. Sofort. Ein Karren wurde ausgesandt. Verstanden.